Gesundheit braucht Verstand und heute greifen wir mal das Thema auf, was hat denn die Verdauung mit Atmung zu tun? Gehe ich gleich darauf ein. Ich soll nämlich erstmal ankündigen, dass wir zu jedem Adventwochenende jetzt ein Gewinnspiel eingestellt haben bei Instagram. Und weil wir schon so viele Follower haben, wollen wir auch ein bisschen was zurückgeben. Also ihr könnt was gewinnen. Der Facehammer spielt dabei eine große Rolle. Also das Universaltrainingsgerät, was wir entwickelt haben für die Gesundheit, spielt dabei eine große Rolle. Wird auf jeden Fall mitverlost unter anderem. Also schaltet euch da mal auf bei Instagram und nehmt an dem Gewinnspiel teil. Macht sicherlich Spaß und vor allen Dingen freut ihr euch, wenn ihr was gewinnt. Ja, jetzt wieder zurück. Was hat also Verdauung mit der Atmung zu tun? Könnte man ja jetzt so ganz profan sagen, okay, ganz enger Zusammenhang. Wenn wir nämlich nicht mehr atmen, können wir auch nicht mehr verdauen. Ist Schluss, Feierabend, funktioniert gar kein System mehr. Naja, das ist aber natürlich nicht die Erklärung, die wir suchen, sondern da müsste ein bisschen mehr kommen. So, erstmal gesagt zu der Atmung. Ganz wichtig, grundsätzlich, was die Atmung betrifft, ist, dass wir durch die Nase ein- und ausatmen. Auf keinen Fall durch den Mund, weil dadurch stellen sich schwere Erkrankungen ein, nach und nach. Man bringt es gar nicht damit in Verbindung, oft wird es gar nicht im Zusammenhang gesehen. Denken Sie mal an die Leute, die nächtliche Atemaussätze haben und so weiter. Kümmert sich kein Mensch darum, ob die durch den Mund oder die Nase atmen, obwohl ganz bestimmte Anregungsmechanismen überhaupt nicht da sein können, wenn nicht durch die Nase geatmet wird. Das Simpelste wäre jetzt das Riechen. Denken Sie nur noch mal daran, weil durch den Mund können wir nicht riechen. Also, und diese Riechfunktion ist sehr wichtig, damit in unserem Gehirn was passiert. Das ist nämlich unser Riechkomm ist eine Ausstülpung des Gehirns. Also diese Zusammenhänge habe ich schon mal erklärt. Ich erkläre die vielleicht auch nochmal speziell bezogen auf eine Funktion. Aber jetzt Atmung und Verdauung. Voraussetzung ist grundsätzlich, damit alles richtig eingestellt ist, was für die Verdauung funktionieren muss, dass wir durch die Nase atmen. Jetzt könnte man ganz simpel sagen, okay, wenn wir durch den Mund atmen, was wird denn da eigentlich beeinflusst, was die Verdauung angeht? Also da fangen wir auch gleich oben an. Nämlich, wenn ich durch den Mund atme, müssen wir uns ganz deutlich klar machen, dass der Speichel im Mundraum ein anderer ist, als wenn wir durch die Nase atmen würden. Denn wenn ich durch den Mund atme, dann muss ja mein Mund auf sein. Und in erster Linie trocknet schon mal der Speichel ab. Und der wird produziert über Speicheldrüsen. Und die sind von der Abtrocknung massiv beeinträchtigt. Das heißt, unser Speichel hat plötzlich eine ganz andere Zusammensetzung und ist möglicherweise gar nicht ausreichend, damit die Vorverdauung im Mund bereits stattfinden kann. Denn hier im Mund fängt die Verdauung an. Sobald wir da was reingeschoben haben, was wir zerkauen, verspeicheln wir das, also wir speichern es ein. Wir setzen quasi Enzyme hinzu, die schon diese Verdauung leisten. Also die machen quasi aus langkettigen Molekülen machen die Mikromoleküle. Ja, sie zerstören, sie verändern schon mal die Struktur der Moleküle. Und das ist bereits ein massiver Verdauungsdrang. So, jetzt wandert es weiter. Unsere Speise, die wir im Mund zerkleinert haben, die muss jetzt erstmal in die Speiseröhre, damit sie zum Magen gelangen kann. Und da gibt es auch wieder so einen Punkt, einen kritischen Punkt. Das ist nämlich Speiseröhre und Luftröhre werden von einem gleichen Steuermechanismus gelenkt. Das heißt, wir dürfen in dem Moment, wo wir etwas runterschlucken, nämlich gar nicht atmen, denn sonst würden wir die irgendwelche Teilchen von dem, was wir runterschlucken, einatmen, kämen in die Luftröhre und wir hätten uns massiv verschluckt. Es gäbe also die typische Reaktion nach Verschlucken, kennen Sie, muss ich hier nicht erklären. So, jetzt geht es aber noch weiter. Es ist jetzt tatsächlich in der Speiseröhre angekommen. Geht jetzt zum Magen, aber vorher muss es eine Engstelle passieren. Das ist nämlich die Engstelle, die gebildet wird durch unseren flächigen, großen Atemmuskel. Das ist dieser Muskel, der hier durchgeht, das Zwerchfell, also einmal so quer unter dem Brustraum
geht das durch und da geht nämlich die Speiseröhre durch. Da gibt es ein kleines Löchlein drin und da geht die, wird die Speiseröhre durchgeführt. Und genau in dieser Region kommt es immer zu Engstellungen entsprechend der Bewegung dieses Zwerchfells. Also wenn die Zwerchfellposition nicht richtig eingestellt ist, weil ich zum Beispiel eine Fehlatmung habe, dauert der Transport zum Magen deutlich länger. Jetzt sind wir im Magen. Speise ist jetzt im Magen. Im Magen wird das schön durchgemischt und so weiter, was wir da runtergeschluckt haben. Es wird vermischt wieder mit Enzymen aus der Leber, aus der Bauchspeicheldrüse, aus der Galle. Ja, die Galle kommt erst im Zwölffingerdarmsystem dazu, also ein bisschen später, wenn der Magen bereits verlassen ist. Aber egal, wo was beigemischt wird. Aber diese Enzyme, die entstehen natürlich auch aus einer Verbindung mit Sauerstoff und der muss auch wieder optimal vorhanden sein, damit das auch in ausreichender Form angeregt wird, was wir da an dieser Stelle brauchen. Jetzt geht es noch weiter, also in den Dünndarmbereich. Da sind sogenannte Zotten. Ja, Zotten, die vergrößern eigentlich die Fläche. Wir haben so eine Fläche von 400 bis 500 Quadratmeter, wenn wir unseren Dünndarm ausbreiten würden. Ja, wenn wir den platt ausbreiten würden. Diese Vergrößerung findet teilweise über die Zotten statt. Ja, und wenn Sie unseren Dünndarm sehen würden, der liegt also so kreuz und quer und hin und her gefaltet im Bauchbereich. Und dazu kommen diese Zotten, diese Fläche nochmal zu vergrößern. Diese Zotten erzeugen außerdem auch entsprechende Enzyme. Und die sind sehr sensibel gegenüber Sauerstoff. Also schlechte Sauerstoffversorgung, dann erfüllen die ihre Aufgabe auch schlecht. Ja? So, also da auch spielt der Sauerstoff auch eine große Rolle. Dann natürlich, bei der Mundatmung nehmen wir sehr viel Luft mit in die Speiseröhre, was bei der Nasenatmung kaum passiert. Und wir haben Blähbauch, wir haben Aufstoßen und solche Sachen, die damit zusammenhängen. Also auch da spielt die Atmung, ob durch Nase oder Mund, eine ganz entscheidende Rolle. Und jetzt kommt eigentlich noch das ganz Besondere, was auf das gesamte Verdauungssystem wirkt. Wenn wir durch die Nase ein- und ausatmen, dann hebt sich unser Bauch beim Einatmen, ja. Nase einatmen, der Bauch wird dicker und jetzt atme ich durch die Nase aus und der Bauch wird immer dünner. Das kommt zustande, weil sich das Zwerchfell, also dieser schöne große flächige Atemmuskel, den wir da haben, ständig absenkt und beim Ausatmen wieder hochkommt. Dadurch haben wir eine extreme Massagewirkung auf den Darmbereich und das unterstützt den Transport der Speise, die durch den Darmbereich geführt wird, im erheblichen Maße. Das heißt, wir haben quasi eine Transportstörung, wenn diese Bewegung nicht richtig stattfindet und die ganze Verdauung ist damit gestört und kann also nur aktiviert werden, nicht durch irgendwelche Pillen und, sondern durch korrekte Einstellung der Atmung. Da denken Sie bitte mal dran, ein ganz wichtiger Faktor. Auch unser Informationssystem, also das System, was, wenn da so die leckere Speise auf dem Tisch steht, was mein Magen schon sagt, allein über Anblick, was da gleich reinkommt und der schon seine Mischung, seine Magensäure so anpasst, wie es eigentlich sein muss, das machen wir nämlich aus Erfahrung daraus, weil das Leckere kennen wir und das, was uns nicht so gut schmeckt, kennen wir auch. Wir kennen ganz viele Speisen und der Magen weiß dann genau, wie er auf diese Speisen reagieren muss. Also er muss sie eigentlich nur sehen, dann gibt es schon Reaktionen in unserem gesamten Verdauungssystem im Übrigen und dieses Informationssystem wird auch maßgeblich beeinträchtigt, wenn nicht durch die Nase, sondern durch den Mund geatmet wird. Nämlich, das Informationssystem läuft über den Nervus vagus ab. Sind auch Nervenverzweigungen noch, die da eine Rolle spielen. Aber der ist auch betroffen, wenn wir durch den Mund atmen. Dann kriegt der nämlich eine Falschanregung. Und stellt sich auf diese falsche Anregung ein und der ganze Informationsfluss in Folge, der ist ein anderer, als hätten wir eine korrekte Atmung. Also, das System wird falsch informiert und wenn es falsch informiert wird, wird es falsch reagieren. Ja, es muss wirklich so einen Impuls, es muss den richtigen Impuls bekommen, der dafür sorgt, dass es richtig reagieren kann. Wo wir jetzt gerade bei der Verdauung sind, wirkt sich auf ganz andere Bereiche natürlich auch noch massiv aus, aber auf die Verdauung natürlich auch diese Fehlinformation. So, das war's für heute. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte weitergeben an Freunde, Bekannte, liken Sie es und
Abonnieren Sie unbedingt den Kanal. Drücken Sie auf die Klingel, dann werden Sie erinnert, wenn wir ein neues Video machen. Schreiben Sie einen Kommentar unter das Video. Wir gehen immer so schnell wie möglich darauf ein. Wenn es nicht so ein völliger Unsinn ist oder diese blöden Angriffe, dann reagieren wir schnell. Danke für heute. Tschüss.